So, dann fangen wir mal an, Herr Bartel. Sie haben hier gesagt, wir machen hier eine Sammlung von Populismus. Da habe ich dann überlegt, okay, Karneval war eigentlich letzten Mittwoch am Aschermittwoch zu Ende. Anscheinend haben Sie das nicht mitgekriegt. So, und das Nächste, dann haben auf Nachfrage von Herrn Wieder haben Sie gesagt, naja, die Überschrift sei ja schon so problematisch. Also Sie wollen ernsthaft sagen, dass die Kurzzusammenfassung eines Antrags, die man nun mal Überschrift nennt, ein Problem ist. Gut, also wir haben überhaupt kein Problem, selbstverständlich die Überschrift wieder länger zu fassen und hinten dran zu hängen durch den Bund, wenn Sie da irgendwelche Probleme mit haben. Der nächste Punkt ist nämlich, Sie haben uns vorgeworfen, wir würden die Landesregierung oder das Wirtschaftsministerium hier angreifen und würden ihr sagen, sie würde nichts tun oder nichts genug tun für die Lausitz. Davon habe ich nicht ein einziges Wort in der ganzen Rede gesagt, in keinem Weise, null. Es geht allein darum, ein gemeinsames Vorgehen gegenüber dem Bund zu finden und dass wir uns hier alle einsetzen für die Lausitz und für Brandenburg. Nur darum geht's, nur das habe ich dargelegt und ich habe auch die Hintergründe dargelegt, warum das so ist. Dann haben Sie angeführt, dass das Geld in den Fonds für die Renaturierung fließen würde und dass damit alles notwendig sei und da müsse das ganze Geld auch jetzt noch hinfließen. Also nach meiner Kenntnis hat die LEAG, als sie das erworben hat, von der Vattenfall 1,7 Milliarden Euro bekommen, um genau diesen Fonds zu füllen. Das heißt also, der ist schon da. Sie können jetzt nicht behaupten, dass plötzlich das Geld erst noch verdient werden müsse oder das Geld in diesen Fonds ausschließlich aus diesen 1,7 Milliarden käme. Das ist schlicht nicht richtig, das ist sachlich falsch. Wenn ich jetzt Sie wäre, müsste ich auch gleich draufhauen mit einem dicken Knüppel, gleich mal los, Schlagwort gelesen, alles Populismus. Nein, das tue ich nicht, denn wir wollen schließlich das Maximum für die Menschen der Lausitz für Brandenburg herausholen, was offensichtlich die SPD nicht beabsichtigt. Dann zu der Kollegin Ludwig. Wir müssen vertragsmäßig verlässlich sein. Ja, da haben Sie recht, grundsätzlich teile ich diese Meinung. Allerdings habe ich da ein Problem mit, wenn hier irgendwelche Absprachen in irgendeiner Kohlekommission getroffen wurden, an denen wir gar nicht richtig beteiligt waren. Und vor allem, wenn es dann um 1,75 Milliarden Euro Steuermittel unserer Bürger geht, wo noch nicht mal nachgewiesen würde, wie sie sich errechnen, wie die darauf gekommen sind, das hat Herr Walter auch angesprochen, tut mir leid, dann können wir hier nicht einfach zugucken. Dann ist es meiner Ansicht nach sogar unserer Pflicht, das nachzuprüfen und sicherzustellen, dass kein Cent Steuermitteln unnötig an irgendwelche Eigentümer von Firmen gehen für Sachen, die längst abgeschrieben sind, wo der letzte Krümel Braunkohle abgebaut ist und die ihre Kraftwerke gar nicht weiter betreiben könnten. Dann haben Sie gesagt, wir würden populistisch Geld fordern. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir fordern kein Geld, sondern wir wollen nur, dass das Steuergeld sachlich und wirtschaftlich und redlich ausgegeben wird. Und noch ein paar Worte zu Herrn Rostock zum Ende. Sie haben gesagt, es ginge hier um eine juristische Frage, die wir abwarten sollten. Nein, es geht darum, dass der Boden schlicht erschöpft ist. Die Förderrechte sind erschöpft, die Braunkohle, die ist genau eingeplant, das ist dann erledigt, die können gar nicht mehr machen. Die können, das haben die auch selber, LEAG selber vorgelegt, können Sie im Internet finden, haben selber berechnet, dass sie ihre Kraftwerke gar nicht mehr weiter betreiben könnten. Und wenn Sie uns hier eine Forderung vorwerfen, die der Landesvorstand der Grünen am 25. Januar 2020 in einer Pressemitteilung aufgestellt hat, exakt die gleiche, zitiere, Julia Schmidt, es fehlt jegliche Grundlage für einen Anspruch auf Entschädigung und das Geld soll in den Regionen bleiben, dann muss ich schon sagen, hier uns irgendwelche Vorwürfe zu machen, wir seien populistisch, ist absurd. Im Gegenteil, dann frage ich Sie, warum ist denn dieser Beitrag immer noch online und nicht wegen Populismus von der Seite des Grünen Landesverbandes genommen worden? Ich glaube, das reicht an dem Punkt, ich komme dann auch zum Ende. Ich finde, wir alle sollten uns für die Lausitz, für die Bürger dort, für Brandenburg einen Ruck geben, gemeinsam sehen, dass wir so weit wie möglich kommen, auch wenn die Chancen auf Bundesebene vielleicht nicht so gut zu sein scheinen. Aber wenn wir hier alle zusammen einstimmig zustimmen, ich glaube, dann haben wir eine Chance und selbstverständlich steht ja da drin, die Regierung, Landesregierung soll sich einsetzen, daran schließen wir natürlich eine Bundesratsinitiative ein. Dankeschön.